ich schon erzählt, dass ich letztens auch so in den Stream gestartet habe anstatt der Aufnahme? Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich wollte eigentlich Reaction sagen, egal. Wir schauen uns heute an YouTube-Kacke, Detlefs Bodenvergewaltigung. Los mit mir in letzter Zeit. Ich habe einen Kommentar bekommen, dass ich auf diesen Re-Upload so schnell wie möglich reagieren soll und deswegen habe ich gedacht, mache ich das gleich mal weg. Dabei habe ich heute wieder Stefan, der hat das Video schon gesehen, aber ich noch nicht, war damals bei seiner Reaktion leider nicht dabei oder was heißt leider auch zum Glück. Deswegen kann Stefan jetzt nochmal herzlich mitlachen. Ich habe nämlich sagen lassen, es ist extrem lustig. Okay, let's go. Warum das nachfolgende Video beinhaltet Szenen mit Lautstärke. Okay. Ich hab's ja eigentlich schon fast gedacht, dass es wieder irgendwelche Übersteuerungen kommt. Darf ich kurz was sagen? Ja. Ich weiß fast nichts mehr. Jetzt ist aber schon 2 Monate her, deine Reaktion, ne? Richtig, richtig. Hallo Müller. Hallo Snans. Ich feste euch und ich freue mich ganz doll, jawohl, mit euch zusammen heute zum scheißen Buddy. Ja, okay, Digga. Also, finde ich entspannt von ihm. Freue ich mich auch drüber. Für einen schlanken Cock. Und eine schlanke, feuchte Pfotze. Das wollen wir alle. Und genau mit dieser Übung kriegen wir das auch alle. Es ist der Bergscheißer. Oh ja, bevor ich euch die einfach. Ey, Moment mal. Jetzt kommt schon wieder der Bergscheißer, Alter. Oh Mann. Ich glaube, das ist seine Lieblingsübung. Vor allem, dass er immer Alter sagt, finde ich auch schwierig, Alter. Wie gesagt, Alter. Varianten zeige. Das. Geige. Dass ihr die gesamte Kackmuskulatur, also die Schwanzmuskulatur, während der Übung ganz festhaltet. Stellt euch schwierig. Ja, Digga, das ist vor, ihr zieht den Kack an die Wirbelsäule ran. Nein, genau so sollte eure Haltung sein. Und jetzt gehen wir mal auf den Boden. So, es gibt 2 Varianten. Wie du in den Stütz gehen kannst, okay? Das eine ist der Unterarmstütz. Das heißt konkret, schusch, 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 mach den. Es musste irgendwann kommen. Ich hab's wieder nicht mehr daran gedacht, aber er hat auf jeden Fall einen krassen Bizeps, Digga. Kann man nichts sagen. Rücken möglichst gerade, den Po nicht nach oben stehen lassen oder durchhängen. Jetzt wollen wir tief in den Boden fliegen. Come on. Und jetzt machst du Folgendes. Hopp. Die zweite Variante, die du machen kannst, wenn du vielleicht etwas feuchter bist, gehst du in den Liegestütz. Okay, was soll denn das? So, alle wieder möglichst gerade und jetzt fuf zurück zur Sasus. Und ran. Lass uns das gleich nochmal probieren. Zurück zur Seite ran. Und vor, zurück, zur Seite ran. Vor, zurück. Und ran. Hast du es verstanden, Digga? Digga, ich glaube nicht, dass ich es ganz verstanden habe. Ich glaube nicht, dass ich das so nachmachen kann, Digga. Also, aber, das Geile ist halt, das war eine Wiederholung jetzt. Ah, okay, Digga. Das war eine Wiederholung. Also, Digga, 4 Sätze, 12 Wiederholungen. Let's go, Digga. Okay, da bin ich aber schon komplett fertig. Da brauche ich nicht mehr machen, außer den Bergsteiger, ey. Du meinst den Bergscheißer? Du siehst. Entschuldigung, ich meine den Bergscheißer. Also, die Möglichkeiten, hier den Bergscheißer zu machen, sind sehr, sehr vielfältig. Das Wichtige ist, dass du diese Übungen langsam machst, sodass der Cock tief in den Boden reingeht. Denn auch die Saal-Cock-Muskulatur wird insbesondere beim Bergscheißer trainiert. Für diejenigen, die eher am Anfang sind, würde ich vorschlagen, du machst 2x80 Wiederholungen. Oh nein. Für diejenigen. Jetzt wieder das, Digga, jetzt wieder das. Ich erinnere mich noch an die Boden, an den Bergsteiger. Ja, Mann. Wenn die schon etwas feuchter sind, 20x3. Alter. Ich schätze, das kennst du auch noch. Du auch noch. Die Kombination aus Cardio. Ojo. Dass man also erst. Junge, ich dachte, er explodiert jetzt. Weird Dog, ich dachte, jetzt kommt die Nuke, dieses Nuke-Meme. Training macht, Stepper oder Cro. Und danach Gewichte. Und Fitnesstraining. Und Fitnesstraining. Muschelfitnesstraining. Training nicht zusammenbringen kann. Die Deadlift, wir nennen es so, denn schlanke Titten, flacher Cock. Ich kann es nicht oft genug sagen. Okay, Digga, schlanke Titten, flacher Cock. Er kann es wahrscheinlich nicht oft genug sagen, oder?
Achte darauf, dass das Knie... Junge, dieses Übersteuern mit diesem, mit dieser Rauscheffekt von Bild, ja. Zu wild. Immer über der Vorderseite ist, hab die Arme fest an der Seite, mach sie ganz fest, dass du automatisch den Arsch trainierst und dann gehst du nach vorne in dieser Ballalübung, die du hast. Und dann fällst du nach vorne ganz gerade. Digga. Gehst tief bis zu 90 Grad. Ein Hauch von Tüll, Alter. Ein ja, Hauch von Tüll. So. Und nimmst die Arme nach oben. Hier trainierst du Po, Beine, Rücken und Bauchmuskulatur. Ich glaube nicht, dass man so seinen Bauch trainieren sollte. Also, guter Deutscher macht das schon. Samstag 15 Uhr, man kennt ihn. Aber ich weiß nicht, ob das der Sinn bei Detlef ist, Digga. Wieder nach vorne. Lass uns noch einmal probieren. Zurück. Wieder nach vorne. Genau das machst du natürlich mit beiden Seiten. Denn auf einem Bein lässt sich schwer stehen. Wenn du eher am Anfang bist, machst du... Was soll denn das? Ach so, ja, okay. Ich verstehe. Warum hält er seine Finger so komisch, Digga? Arme nach Kopf, dein gesamter Kopf hat etwas davon. Egal ob Po, Beine, Arme, Rücken, Brust, Rücken, Beine, Brust, Arme, Rücken, Po, Brust, Arme, Rücken. Oder unsere schlanke Zitze und unser flacher Kopf. In diesem Sinne. Was ist denn los mit ihm? Gib Gas. Digga. Von Go Feminin. Junge, scheiße, Bro. Also am Anfang habe ich mir so gedacht, ja, ist schon ganz witzig, aber haut mich jetzt nicht um. Aber Digga, die letzten 2-3 Minuten, ne? Der gab ja nur noch auf die Fresse, Digga. Richtig. Also, vor allem das mit dem Ballon, mit dem Flieger bei dem. So ja. Geil, Alter. Leider ist es ein Reupload, ursprünglich von Galileo. Ich verlinke Galileo auf jeden Fall und das Video verlinke ich auch. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Video ein Like, ein Abonnement, dem Video wahrscheinlich abonnieren, oder? Wenn ihr meinen Kanal abonniert und ihr noch mehr davon sehen wollt und ein bisschen mehr anderen Stuff, den ich mache, dann lasst gerne ein Abo da. Schreibt in die Kommentare, auf was ich noch so reagieren soll. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, meine Friends. Ciao.